Hallo zu einer neuen Folge. Ja, Manhattan oder auch genannt Bertha oder umbenannt. Ich möchte ganz gerne hier, da ziehe ich mal eben wieder hin. Ich möchte ganz gerne diese, ja, ihr wisst schon, diese Schattenflossen Es hätte mehr Proteste haben. rund um Prosperity Sands gegeben, wenn die Öffentlichkeit nicht schon so abgestumpft wäre, was ökologische Bedenken im Allgemeinen betrifft. Diese Dinger hier, kennen wir ja nicht viele von. Port Clovis hätte diese Seeminen nach dem Krieg entfernt. Doch die Stadt hatte bereits ihr Jahresbudget für die Buchung einer Nickelback-Coverband für den 4. Juli ausgegeben. Okay. Jetzt wollen wir nur noch einen, damit wir diese Schattenflossen da kriegen. Also diese Schwanzflosse. Ich denke, ja, ich werde das mal im Zeltraffer hier machen. Und wenn ich die andere dann gefunden habe, werde ich nochmal wieder normal hinschalten, ne? Also, bis denn. Es ist allgemeiner Volksglaube, dass Haie niemals schlafen. Und da habe ich es gefunden. Das ging aber schnell. Schattenflosse. Nach dem Ende des Tiki-Wahns warfen Barbesitzer ihr polynesisch inspiriertes Dekor in den Golf, wo sein kitschiger Charme komplett im Meeresleben verloren ging. Okay. Ich weiß noch nicht, wie ich das schneide. Weil, ja. Wie viel Prozent haben wir denn jetzt hier? 95. Eine Kiste führt uns und ein so ein Ding. Aber das machen wir dann später eventuell. So. Hier haben wir ja gleich ein schönes Ding hier. Eine Unterschlupf. Wieder einmal kehrt der Hai zu diesem Ort der Ruhe zurück. Genau. Und wir machen eine Evolution. Sind immer noch 9 Meter, ey. Schwanzflosse. Hier ist, ja, gut. Schwanzflossenschlag. 50% Schwanzflossenschlag. Flossenschussgeschwindigkeit 20%. 100% Flossen Schussreichweite. Schwimmgesch 10% Schwimmgeschwindigkeit. Maximale 10% maximale Maximalgeschwindigkeit. Zweier-Set. Okay. Plus ein Maximalgeschwindigkeit. Okay, verbessern wir. Wir gucken mal, wie groß unsere Flosse wird. Okay. Verbessern. Oh, wir haben ja noch genug hier, ne? Ich kann immer noch verbessern, Alter. Jetzt sind wir maximal hier. 20% maximal Geschwindigkeit, 40% Flossenschussgeschwindigkeit, 40% Flossenschuss Reichweite und 20% Schwimmgeschwindigkeit. Wie groß die Bertha auch ist, Alter. Boah, okay, eine massive Schwanzflosse haben wir jetzt. Okay, dann schwimmen wir mal nach da. Hör mal, wer da hämmert.
komm, da schwimmen wir mal hin. Mag ich jetzt dann noch mal eine Folge. Eigentlich wollte ich keine mehr machen, aber ja. Wir müssen doch unsere schöne neue Schwanzflosse, die wir hier vor unserer Linse haben. Okay. Können wir das da einfach jetzt noch anmengen? Okay. Wir machen jetzt ziemlich viel kaputt, wenn wir einfach dagegen schwimmen. Ja gut, wir sind 9 Meter, ne? 9 Meter ist schon einiges. Hör mal, wer da hämmert. Dann hören wir mal, wer da hämmert gleich, wa? Die Analyse der Küstengewässer zeigt, dass der Besitzer des Gebiets eines Tages einen netten Scheck des National Flood Insurance Program erhalten wird. Ach. Hallo. Danke. So. Fertig, Alter. Was ist denn? Abgeschlossen. Okay. Was brauchen wir denn noch, damit wir halt hier den Kopf da brauchen? Was war das denn noch? Da hatten wir schon den Schwanz und irgendwas brauchten wir noch, damit wir den Kopf haben, ne? Was war denn das hier jetzt noch? Schildkröten, ja, dann machen wir das jetzt auch noch mit. Wir sind ja gerade hier. So, dann haben wir auch Leute hier abgesondert. Das, was wir angreifen sollen, aber. Okay. Hier sind die ganzen Schildkröten. Die haben hier eine Schildkrötenplage, ne? Dann können wir sie auch mal eben hier ein bisschen dezimieren, ne? Ganz schön klein, diese Schildkröten hier. Das sind wir gar nicht so auf einmal gefasst hier. Kleinen schönen Schildkröten hier. Abgeschlossen. Was haben wir denn hier noch? Okay, hier haben wir wieder Menschen fressen. Wir sollen immer Menschen fressen. Okay, töte den Spitzenpirator. Ach, guck mal, da ist jetzt der Orca. Aber wir sollen die Niedertracht noch. Ach so, der ist jetzt hier. Knochenkopf kriegen wir hier, okay. 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 Komm, wir schwimmen da nochmal hin. Damals, als das Meer von alten Holzsegelschiffen beherrscht wurde, waren Haie ihre ständigen Begleiter. Komm doch mal her, ja, du! Ja, dann
Wer weiß, welcher Urinstinkt einen Hai dazu treibt, ein so fades und ungenießbares Objekt wie ein Boot anzugreifen. Dann nehmen wir alle den. Was ist denn der hier in der Gegner? Komm, aufgeschossen. Okay, da ist das. Ein ist das so. Machen wir hier mal die Kette. Was haben wir denn hier? Ah, ja, hier ist noch eine Kiste. Der Seewolf behält alles genau im Auge, bei dem es sich um Nahrung handeln könnte. Okay. Hier ist eigentlich gar nichts mehr. Okay. Und so, Evelyn haben wir. Wenn wir den Räume nochmal auseinander war. Keine Zeit, wenn ein Hai eine Bedrohung für menschliches Leben darstellt. Okay. Aua! Die Situation ist außer Kontrolle. Der Preis für den Haikopf ist angestiegen. Was wird das noch sein? Okay, wir machen jetzt ein Audio. Okay. Und dann mal hier runter. Der Frieden in der Grotte ermöglicht dem Hai, die Welt mit größerer Zuversicht und Effektivität anzugehen. Okay. Wir haben ja was Neues gekriegt. Wir sind immer noch 9 Meter und wir sind immer noch auf Level, also Stufe 30. Dann können wir doch mal hier Schwanz. Toll, ich habe den gar nicht ausgewählt. Ich bin ja schlau. Und das ist den bioelektrisch Schatten? Bioelektrisch. 100% Schadenswirkungskreis, Ausweichgeschwindigkeit. Aber beißt das Ding doch eine? Beißerchen müssen wir noch kriegen. Knochen, Schatten, Tiger. Wir müssen sogar noch einen Körper kriegen. Und Schwanz müssen wir auch noch Elektro kriegen wahrscheinlich, ne? Aber ja, Flossen. Geschwindigkeit. Was macht der denn? Du verwandelst dich in einem Blitz
verursacht 4 Schaden und setzt ein Betäubungszahn auf alles im Umkreis von 3 Metern. Okay. Ein Ziel ist betäubt, wenn es 10 Betäubungszähne angesammelt hat. Ein Betäubungszahn wird alle 3 Sekunden entfernt. Schattenflossen. Giftpfähle. Und das ist Betäubung. Aber Gift ist schon geil eigentlich, ne? Komm, wir gucken uns das mal an. Das sieht aber auch schon ein bisschen merkwürdig aus. Komm, ich mach das einfach mal verbessern. Verteidigung ist weniger, ne? Aber macht jetzt was? Schadenwirkungsgrad und Ausweichgeschwindigkeit. Haben wir das hier nicht auch drauf? Maximale Geschwindigkeit haben wir hier drauf. Aber das hier wäre. Obwohl das schon besser ist wie das andere, ne? Hm. Ich weiß auch nicht. Ich bin so unentschlossen. Obwohl das Gebiet haben wir ja auch noch. Ich weiß ja gar nicht, welches Gebiet, wo wir jetzt. Ja. Keine Ahnung. Ups, so verkehrt. Ich würde mal gucken. Achso, wir brauchen nur noch Spitzenpräparator. Story abgeschlossen 84%. Still und leise endet auch diese Kopfgeldjagd. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja auch nicht, ob wir hier noch was kriegen oder so. Irgendwo konnten wir noch mal was kriegen. Älteres Tier. Ich glaube, die gehen auf, wenn wir die Story durchhauen, dass wir überall hinschwimmen können, ne? Ich weiß auch nicht, was ich gerade mache, weil so lange, so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht mehr. Oh, guck mal da. Nach seiner Niederlage gegen King Crush im Halbfinale der Monster Mania 2011 ist Big Finn aus dem Rampenlicht getreten, um ein einfacheres, natürlicheres Leben zu führen. Okay. Eigentlich müssen wir in der nächsten Folge da einfach hin, ne? Kriegen wir halt den Knochenkopf. Hä? Sich jetzt erst? Was ist denn hier? Region vergiftet. Vorsicht, die hat die ganze Region vergiftet. Albino-Tiere enthält von Mutagen X. Bewegungsschwierigkeit und Erhalten von Fetten. Komm. Nein, da wollen wir mal hin. Ich will das mal einmal angucken. Ich weiß nicht, was da ist. In den frühen Tagen von Port Clovis berichteten die Stadtväter von der natürlichen Schönheit der Stadt. Aber die Fischer, die dort anlegten, interessierten sich nur für die vielen Huren.
Mal gucken, wir sind noch nicht ganz aufgeheilt. Und wir gehen noch in der Gruft wieder. Ach so! Jetzt verstehe ich warum. Das hatten wir da in der Zwischenfrequenz. Naja, da wollte der das doch alles hier vergiften. Also haben wir auch irgendwelche Gifttanks da bei sich. Aber hier ist irgendwie nix. Was fährt der Kleine dann rum? Aber ich will mal irgendwas anderes nachgucken. Und zwar schon 21 Minuten, aber egal. Ich will mal gucken, wie groß wir jetzt hier sind. Der Fortic Bayou ist seit langem ein beliebter Ort für das Welsangeln. Okay. Ist das hier sehr klar? Alles sehr, sehr eng. Okay. Wir machen mal dahin. Lang eigentlich. Da lang. Aber wir sind schon ganz schön groß geworden, das muss man schon sagen. Was für diese kleine Attacke hier. Eigentlich ist das nichts mehr, ne? Für uns hier. Ich guck mir das einfach hier alles mal an. Ne? Jetzt einfach nur mal gucken, weil. Ja, warum nicht? Weil wir es können. Aber komme ich hier irgendwo durch? Fische, die höher in der Nahrungskette stehen, sind in der Lage, verschiedene Gewässer zu durchqueren. Okay. So. Und hier ist ihr älteres Tier. Da will ich jetzt nochmal rein. Mal gucken, was hier so ist. Stopp. Ach, hier waren wir schon drin. So. Guten Tag. 24 Minuten schon. Oh gut. Dann werden wir ein bisschen länger. Diese Proteinbesetzung enthält keine Zusätze, sodass der Hai sich keine Gedanken über versteckte Farb- oder Geschmacksstoffe machen muss. Okay, das haben wir jetzt auch. Naja, wir machen aber erstmal eine Reise hierhin und dann ist erstmal finito.
Selbst für einen Hai ist Zeit für sich allein wichtig, um nüchterne Selbstreflexion zu betreiben. Genau. Und damit machen wir auch eine Selbstreflexion. Das sieht ja auch schon heftig aus, ne? Okay. Gut. Wie gesagt, damit erstmal für heute Feierabend und in der nächsten Folge geht es weiter. Also, seid gespannt, wie es weitergeht hier mit dieser schönen Geschichte. Irgendwie hat die doch schon was, aber ja, naja. Die ist aber auch eigentlich nur so nebensächlich, oder? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, wie ihr diese Story findet. Ist jetzt nicht oberspannend oder der Burner, aber ist trotzdem, ja, interessant, spannend. Spannend nicht, aber ist schon irgendwie, ja, toll zuzusehen oder anzuschauen. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Tschüss.